Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1503. Ja, nochmal Entschuldigung an alle, die sich jetzt ein bisschen gewundert haben, dass die letzten zwei Tage kein Let's Play von mir kam. Ich habe es leider zeitlich absolut nicht geschafft oder ich habe nach der Arbeit jetzt überhaupt keinen Bock gehabt, noch irgendwie was aufzunehmen und war einfach nur froh, zu Hause zu sein. Kommt mal vor, weil ich sage mal, ich bin jetzt leider kein Let's Player, der das Let's Playing so als seinen Beruf erwählt hat. Ich mache das halt mehr freizeittechnisch. Die Musik ist zu laut im Hintergrund. Apropos, ich wurde gebeten, die Musik leiser zu stellen. Es geht sogar. So. Was ist denn das hier? Oh, Titelspiel, okay. Jetzt lassen wir einfach einen anderen. Der geht mir gerade voll auf den Sender, der... Der geht mir auf den Sender, der Sender hier. Genau. Heya, 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 heya. So, was ist das Problem? Okay. Vier Sünder. Jetzt muss ich mich erstmal wieder einfädeln hier. Ist ja schon wieder einige. Irgendjemand labert da im Hintergrund auf dem Marktplatz. Ne, ich muss mich jetzt erst gerade. Ups, erstmal wieder einfimmeln hier. Ich habe schon einige Tage jetzt nicht mehr aufgenommen. Ist immer noch zu laut. So. Ah, schon viel besser. Es ist immer nervig, wenn man irgendwie was erzählen will und im Hintergrund dudelidudelud. Das geht dann so ein bisschen auf den Senderzeiger. Senderzeiger. Cool. Und jetzt müssen wir irgendwie mal das Finanzproblem hier lösen. Beziehungsweise ihr habt das Problem ja zum Glück nicht, sondern ich habe das ja an der Backe und versuche hier das Let's Play zu retten. Warenbestand? Ach so, natürlich. So, das ist unser das ist der Typ, der hier, genau. Der bringt uns ja hier die Rohstoffe. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Ja. Frage mich ja, wann wir endlich eine Feuerwache bauen können. Jetzt würde ich sagen, wir haben ja jetzt reichlich Zeugs, können wir das gar nicht bauen. Momentchen. Genau. Hier, Erz. Das Problem ist, warum habe ich das... Warum habe ich das eigentlich rübergeschippert? Das müsste mir jetzt mal jemand erklären können. Das kann ich mir nämlich gerade selbst nicht erklären. Hör mal lieber auf. Danke. Ich weiß nicht, wie ich auf diese skurrile Idee gekommen bin, aber... Halt an den Wind! Genau. Aber irgendwas muss mich ja dazu bewogen haben, irgendwie das Erz hierher zu verfrachten. Okay, wir lassen es am besten einmal hier. Wir haben Tierhäute, sehe ich übrigens gerade. Was wiederum heißt, dass es ja eine Gerberei gibt. Stimmt, ja, habe ich schon wieder voll verdrängt gehabt. Dann werden wir doch gleich... Brauerei, 360 Hiedler. Ach so, das ist mit dem Hopfen, genau. Wir brauchen also erstmal eine Gerberei. So, ich mache mal ein bisschen schneller hier. Weil offensichtlich kriegen wir ja langsam aber sicher ein bisschen Kohle rein. Dann werde ich mal zusehen, dass ich in Zukunft ein bisschen sparen werde mit unseren heiligen Finanzen. Kann man hier so einen Weg lang ziehen? Ja, kann man. So, ich hoffe mal, ich krieg den jetzt da noch rein. Ups. Vielleicht doch eher so. Dann ist mir das mit dem Durchgang sicherer. Okay, wir haben jetzt schon 36 Gold. Mann, 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 wir sind ja richtig reich hier, ey. Ja, also Anno 1503, wer das selber hat oder spielt oder so, der wird sicherlich nachvollziehen können, dass es mit den Finanzen oftmals echt so ein Thema ist. Und, naja. Ich denke, das braucht man nicht weiter zu kommentieren. Gucken wir nochmal ganz kurz hier ins Nahrungslager rein. Okay, passt alles. Kaufen wir was ein? Nein, nicht, dass wieder irgendein Händler uns das Geld abzieht. So, noch eine Gerberei, um hier nochmal ein bisschen die Ledervorräte zu sichern. Kann ich ja eigentlich so ein... Nee, okay. So. Ja, ich wurde schon angesprochen oder angeschrieben von wegen Anno 1701, dass ich das ja auch Let's Playen soll. Also nochmal zur Erinnerung an alle. 1602, das Let's Play... Warum stürmen die denn alle so auf den Lager? Ach, da war Leder angekommen. Ja, also, Anno 1602. Eure Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. Darf ich jetzt mal was sagen? Danke, ich soll, ich rede ja so wenig.
Also Anno 1602 haben wir jetzt durch. Deswegen sind wir jetzt auch schon bei 1503 angelangt. Und nach dem 1503 Let's Play wird dann 1701 folgen. Und nach 1701 1404, Entschuldigung, ich wurde an 1404 erinnert, nicht an 1701. Also nach 1503 wird es erstmal 1701 folgen, danach 1404 und 2070, das, wie gesagt, lasse ich erstmal so offen stehen. Ich bin nicht so ein Fan davon, vielleicht kann ich mich ja dafür irgendwie dann doch nochmal begeistern, aber es ist ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Ich bin auch nicht so der Fan von futurischen Games, sage ich mal so, und Anno 2070, naja, sagt ja der Name schon, ist ein wenig futurischer. Wo waren eigentlich diese lausigen... Ein Brand zerstört eure Ich Häuser. wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade mal gucken, wo die Piraten eigentlich abgeblieben sind. So. Okay, ledertechnisch haben wir jetzt langsam wieder. Die stürmen auch schon hier den Laden, die Leute. Und füllen unsere Kassen, so wie ich das sehe. Wir können ja mal einen Versuch starten. Dazu speichere ich aber hier nochmal neu ab. Let's Play 2 einfach. So. Spielstand Das finde ich gesichert. super. Kann man eigentlich, ja, man kann, okay. Ich wollte nur gucken, ob man Speicherstände löschen kann. Und dann würde ich mal ausprobieren, hier Siedler hinzubringen. Und zwar bauen wir da am besten erstmal ein Wirtshaus hier irgendwo hin. Moment, welcher Einzugsbereich gilt jetzt? Der von den Hansens hier, ne? Genau, also die haben das da. Okay, also hier wäre ein guter Ort für die erste Hälfte dieses Wohngebiets, genau hier so. Ja. Okay, das sieht sehr gut aus. Der hat auch einen Marktplatz in der Nähe, nehme ich mal an. Ja, da ist er. Das ist nur die Frage, haben wir halt Alk, ne? Das, ja, genau. Eine ganze Tonne haben wir da im Angebot. Und dann bräuchten wir ja hier hinten noch einen natürlich. Das reicht nicht ganz aus. Meine Katze rennt durch die Gegend und macht seltsame Geräusche. Dann packen wir mal hier. Nee, warte mal. Nee, das ist Kacke gelegt, lieber dahin. Hier noch eins hin. So. Die Frage ist jetzt nur, Moment, also diese Siedler hier haben sogar zwei Wirtshäuser. Okay. Sollte also reichen. Passt, passt. Der hier hat dann auch wieder den. Okay. Sieht sehr gut aus, also. Sind jetzt alle mit Alkohol versorgt? Alkohol, Alkohol. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Okay, die haben zwar alle keinen Alkohol irgendwie, aber es liegt so ein bisschen daran, dass wir einfach zu wenig davon haben. Ich will jetzt auch nicht großartig hier irgendwie reinfinanzieren in das Alkohol, weil erst noch ein bisschen Kohle angeschafft werden muss. Ich glaube mit Leder, warte mal. Okay, Leder, die kloppen sich immer noch drum. Haben wir denn noch, wie heißt das Zeug? Heute? Ja, hier. Tierhäute, 0 Tonnen. Okay, wir brauchen definitiv mehr Hautkram. Also wer von euch gerne seine Haut opfern möchte, darf das gerne tun, zum Wohle dieser Einwohner hier natürlich. Warum die hier noch nicht ausgebaut haben, ist mir natürlich kein Rätsel, weil wir ja das verboten haben. Das soll auch weiterhin so bleiben. Jetzt werde ich mich erstmal darum kümmern, dass wir hier ein bisschen Werkzeuge ran schaffen können. Und zwar braucht man eine Erzschmelze, braucht die rein zufällig Holzscheiße. Verdammt, meine ich. Und dann auf jeden Fall eine Werkzeugschmiede. Oder ein Schmied halt. Und dazu einen Holzfäller, beziehungsweise ein Forsthaus. Heißt ja alles ein bisschen anders hier. So. Das Ding ist, ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Ich guck mal ganz kurz. Es ist jetzt 21:15 Uhr. Ich schätze mal, um 21:05 Uhr habe ich ungefähr angefangen. Mit dem Quasseln. Die Zeiten werden dir leider nicht angezeigt in Game. Beziehungsweise ich habe es auch, wie gesagt, gar keinen Timer oder sowas mir gestellt gehabt, weil ich mal wieder besonders schlau war. Eure Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Wie Metropole. oft kriegen wir das gesagt und wie oft wird die Stadt angesteckt? Ich stelle noch mal ganz kurz das Telefon leise, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, anzurufen. Das ist ja nun ein bekanntes Problemchen von mir, dass ich das immer wieder vergesse. Aber diesmal habe ich direkt mal dran gedacht. So, hier mache ich auf lautlos. So, und jetzt ist alles ruhig. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja. Jetzt habe ich natürlich genau das Ding so gebaut, dass der Ausgang hier ist.
dass ich nicht direkt zum Kontor runterbauen kann, machen wir das halt so, meinetwegen. So, die Erzschmelze, die hat sogar irgendwoher Holz bekommen. Ach so, da fehlt das Erz, natürlich. Erz, so, dann werde ich auch nochmal das andere Erz, das wird... Ein Brand wütet in eurer Stadt! Dann werde ich nochmal das Erz, was wir jetzt hier, oder beziehungsweise... Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. So. Ich schenke euch hier so schöne Häuser und ihr brennt die alle ab. Doofe Menschen hier. Kriegt kein Alkohol von mir. Alkohol. Was wächst denn hier eigentlich? Ach so, Wein, ne? Wein, aber das, glaube ich, können wir noch nicht anpflanzen. Nee, wir können doch nicht mal Hopfen anpflanzen. Anpflanzen. Anpfanfen. Anhanfen. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Gut, Kollege. Ich bin froh, wenn wir diese Phase durchgestanden haben. Ist ja auch ein altbekanntes Problem, immer die Siedler und die Pioniere. Immer das Gleiche. So. Leder. Nee. Die gehen mir bald noch ans Leder, wenn wir hier nicht gleich was anschaffen. Ja, auch hier sieht es ein bisschen mager aus, finde ich gerade. Wobei mir da irgendwie auffällt, das Ding hier ackert zu 100%. Irgendwie ist das ein bisschen anders als in 1602. Da in 1602 war das mal so eine Schaffarm, oder beziehungsweise zwei Schaffarm, eine Webstube. Nun gut, dann baue ich halt mal noch eine Webstube. Webstube? Ah, da. Keine Webstube. Webstube? Hä? Ach, weil... Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt! Weil die Piraten da sind. Ich krieg ja einen Rappel. So, okay. Hat es gerade geklopft gehabt? Ich muss das mal ganz kurz überprüfen. Ihr könnt ruhig zusehen, wie die Schafe hier durch die Gegend drin. Einen Moment bitte. Also neuerdings scheint für mich das Geräusch, wenn die Katze auf Toilette ist, dasselbe zu sein, wie als wenn jemand an der Tür klopft. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Wahrscheinlich ja. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Lange nicht mehr gehört. Vor allem bedroht euer Volk. Die ganze Stadt brennt und weiß ich nicht was. Das Geld geht schon wieder runter. Wie sieht's denn aus? Die Warenerträge könnten deutlich höher sein. Die Betriebskosten sind verdammt hoch. Wie kann man das dann optimieren? Mit mehr Häusern, klar. Aber das Problem ist, wir brauchen Leder. Wir brauchen verdammt nochmal Leder. Gewürze aus allen Teilen der Erdscheibe! Mann, der brüllt sich aber echt den Leib aus der Seele. Den Leib aus der Seele. Wo ist hier der Unterschied? Ich gucke gerade mal, wir haben hier eine Jagdhütte. Haben wir noch mehr Jagdhütten? Wir hatten auf jeden Fall mindestens zwei, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Jagdhütten? Hatten wir, ach, da war noch eine, genau. Und hier hatten wir, glaube ich, auch eine. Richtig. Offenbar ist es zu wenig. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier noch eine Jagdhütte irgendwie effizient hinpacken könnte. Aber hier vielleicht. Jagdhütte. Dahin. So. Die ist beschäftigt zu 100%. Die ist top. Die auch top. Und die hier auch top. Ich muss mal ganz kurz die Tür schließen. Moment. Es ist kein angenehmer Geruch, wenn die Katze mal wieder auf der Toilette war. Stimmt's? Sie äußert sich lieber nicht dazu. Also ich würde jetzt am liebsten gerade mal das Fenster aufmachen, obwohl die Katzen... ich lasse es lieber. So, 1200 irgendwas Goldmünzen haben wir jetzt. Wir rappeln uns langsam aber sicher wieder auf.